Leute, ich begrüße euch zu einer kleinen Runde Weekend Warriors MMA auf eurem zukünftigen Lieblingskanal mit eurem Mr. Manguba. Ja, genau. Wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, ist das, was ich in meinem letzten Infovideo angesprochen habe, da habe ich nämlich angesprochen, dass ich ab sofort meine Videos wieder pünktlicher hochladen werde. Also da war das bestimmte Thema, dass ich meine Videos eigentlich, also das war eigentlich schon immer ein Thema, dass ich meine Videos immer einen Tag zu spät hochlade. Jetzt war es aber so, dass ich sogar nach Samstag, das ist meistens mein drittes Video, was ich hochlade, Samstag, auch Sonntag, sozusagen der Ausweichtermin, den habe ich auch vergessen hochzuladen. Deshalb kam vorletzte Woche, ne? Nur zwei Videos dazu habe ich ein Infovideo gemacht und hab euch das erklärt, dass es nicht daran liegt, dass ich zu wenig Zeit habe, sondern dass ich einfach vergessen habe, das Video hochzuladen. Ja, und letzte Woche ist es wieder passiert, deshalb kam Montag wieder ein Video und das war das erste Video von Wrestling Revolution. Ja, das ist das allererste Game von Matt Dickey, was so richtig beliebt war. Ja, Wrestling Revolution, so heißt ja auch im Weekend Warriors. Eine MMA-Organisation, bei der waren wir noch nicht. Wir waren bisher ja bei Squared Circle und bei Fighters Rap. Richtig. Genau, und dann wollte ich sagen, das hat jetzt auch damit zu tun, wieder, ich vergesse es halt, weil jetzt momentan jetzt auch Olympia anfängt und ich gucke das eigentlich den ganzen Tag. Ich habe ja jetzt Ferien. Und ja, wenn ich aufstehe, dann gucke ich das bis um 5. Und danach, ja gut, manchmal vergesse ich dann halt das Video hochzuladen. Ja, ich nehme heute jetzt Mittwoch auf, also einer der wenigen Tage, an denen ich aufnehme, wo ich dann auch hochlade. Genau. Und ich hoffe, ich schaffe es rechtzeitig, das Video hochzuladen. Also es kommt halt wahrscheinlich etwas später. Ich nehme jetzt auch erst 5:30 oder so auf. Genau. Gut. Ja, wir treffen auf Chief Truro. Ja, das ist... der Schwergewichtschampion von Metz Martial Arts. Wir haben ja, vielleicht wie ihr wisst, jetzt kein richtig ein Vertrag mehr. Unser Vertrag wurde irgendwie wahrscheinlich aufgelöst. Ja, gut. Creative nicht. Also ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, Creative heißt vielleicht, dass er nicht. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass gedacht. Ich habe vielleicht die Überlegung, dass Creative heißt, wenn du es anhast, dass der nicht einfach den Vertrag auflösen kann. Also das kann er ja eigentlich. Hat er ja gemacht, weil ich habe ja nicht zugestimmt. Weil ich habe jetzt nicht mal meinen richtigen Vertrag, kriege jetzt nicht mal die 10%. Also wenn ich gewinne, kriege ich nicht 10% der Einnahmen, sondern ich kriege nur noch 1%. Ja, gut, weil der Vertrag wurde aufgelöst, weil ich irgendwie ein Ziel nicht erreicht habe, ich sollte beliebter werden, weil ich bin zu unbeliebt und ziehe deshalb nicht so viele Zuschauer an. Deshalb ja, habe ich keinen richtigen Vertrag mehr. Ich bin immer noch bei der Organisation, wahrscheinlich ist es eine Art Amateurvertrag, wie man es vielleicht aus den Landesligen kennen, so beim Fußball in den unteren Ligen, die haben ja auch nicht so richtige Verträge. Sie haben Verträge, aber du bist jetzt nicht so sehr an den Verein gebunden und du kriegst auch nur ein bisschen was. Also das ist halt vielleicht so eine Art Amateurvertrag, ich weiß es nicht. Und das Doofe ist, ich kriege jetzt nur ganz wenig Geld bei diesen Pay-Per-View-Kämpfen, die ich mir jetzt selber ausmache. Das Problem dabei aber ist, ich kämpfe ja nicht gegen jemanden in meiner Gruppe, also ich kämpfe nicht gegen jemanden aus Fighters, sondern aus Metz Martial Arts, sozusagen irgendwie so ein Superkampf. So, also ich stelle mir das ein bisschen so vor wie Conor McGregor. Wer den nicht kennt, hat jetzt leider ziemlich viele negative Schlagzeilen gemacht. Der hat ja mal einen Boxkampf gemacht. So, und so stelle ich mich jetzt vor, ich bin sozusagen fast gefeuert in meiner MMA-Organisation. Ich bleibe meinem Sport zwar noch treu, also Conor McGregor ist ja vom MMA auf Boxen, aber ich mache jetzt so einen Schaukampf sozusagen, weil so Champion gegen Champion, zwei verschiedene Organisationen, das ist einfach so ein krasser Kampf, ne? Wo es eigentlich auch nur um Geld geht. Sieht man ja auf dem Bild. Genau so fühle ich mich. Bloß kriege ich halt immer nur noch diese 1%. Also dieser Kampf geht auf meinen Vertrag. Aber mein Vertrag gilt ja eigentlich nur für Fighters Web. Und dieser Kampf hat ja eigentlich nichts mit Fighters Web normaler Reihe zu tun. Das hier sind meine Fighters Webkämpfe. Rank Defend, Rank Attack. Diese normalen, stupiden Titelverteidigung, die ich jetzt machen muss. Aber eigentlich dieser Pay-Per-View-Kampf hat ja eigentlich nichts mit Fighters Web zu tun, weil ich gegen keinen aus Fighters Web kämpfe. Eigentlich sehe ich das, wie sagen, wie so ein Kampf. Ja, das ist auch so wie so ein Kampf. Zum Beispiel Conor McGregor, wenn der jetzt wieder so einen Boxkampf macht. Weil der braucht da auch die Einwilligung seiner Organisation, also der UFC. Wäre so, jetzt würde ich die Einwilligung von Fighters Web brauchen, um jetzt gegen diesen Dude zu kämpfen, habe ich ja anscheinend. Also müsste das eigentlich nicht nach meinem Vertrag hier gehen, weil der Vertrag
gilt ja nur für Fighters Rap. Ich habe euch jetzt genug zugelabert. Ich fände es traurig. Aber wenn ich jetzt bei meiner neuen Organisation bin und genug Geld verdiene, habe ich jetzt auch nicht mehr die Zeit dafür, solche Kämpfe zu machen. Deshalb muss ich die jetzt machen. Weil ich muss mich dann erst von ganz unten nach ganz oben arbeiten. Ich fange da ja von ganz unten an. Ja gut. Ja, der fragt mich, was jetzt an unserer Organisation besser ist, weil es ist ja eine Organisation gegen Organisationskampf, ne? Ja gut. Ich habe jetzt, ja, diese Antworten sind ja immer dumm. Gut, was ist das mit Martial Arts Camp? Was denkt es über diesen Showdown mit Fighters Web? Ja, ich bin 41 Jahre alt. Super Antwort. Wir haben ja eigentlich irgendwas gesagt, warum wir gewinnen werden. Also es hatte nichts mit seinen Fragen zu tun. Ja, gut. Ich frage mich aber, weil der jetzt von so einem Event gesprochen hat, vielleicht sind da ja auch noch mehr Kämpfe auf der Karte. Wir sind einfach nur der Hauptkampf. Vielleicht. Aber eigentlich habe ich mir das. Ist ja kein Inter-Promotion-Kampf, wie der gerade gesagt hat, sondern die haben wir uns ja selber ausgemacht. Deshalb gilt das als Pay-Per-View. So dieser Geldkampf, ne? Das hat mir schon mal bei John Wimmer hat uns jemand gefragt, ob wir einen Kampf machen. Also diese Pay-Per-View-Kämpfe sind alle Kämpfe, die Kämpfer sich zwischen sich ausmachen. Inter-Promotion ist eigentlich schon vorhergegeben. Ist schon wie diese Ranked Defend und Ranked Attack Kämpfe, diese normalen Kämpfe sozusagen, sind die vorgegeben in der Promotion. Das ist was Besonderes, aber das vereinbarst du nicht, das kannst du nicht vereinbaren. Aber das nennt er jetzt halt hier Inter Promotion, weil es halt ein Pay-Per-View-Kampf ist, den man sich ausgemacht hat. Aber er ist halt zwischen zwei verschiedenen Organisationen, ne? Und ich habe nicht mal meinen Dude an meiner Seite. Ah ja, cool. Magische Handfläche, ach ja, ich wollte eigentlich mal meinen. Ich bin so fett, der Gürtel geht nicht hinten zu, der geht hier nicht zu. Ja, gut, ich wollte eigentlich mal meinen Taunt ändern. Aber die magische Handfläche ist eigentlich magisch genug für den Champion, also lassen wir das mal. Was ich lustig finde, kein Zuschauer, also hatte der wahrscheinlich schon irgendwo recht, dass ich unbeliebt bin, wenn keiner kommt. Oder vielleicht kam ein neuer Patch, eigentlich habe ich kein Update gemacht. Dass wir jetzt hier Corona haben. Kann ja sein. Wäre halt jetzt lustig, wenn da wirklich jetzt eine Anzahl von Zuschauern stände, aber eigentlich keine da sind. Das steht ja am Ende des Kampfes immer da, vor wie vielen Zuschauern der oder derjenige gewonnen hat. Steht ja eigentlich immer da. Gehen wir mal nach unten. Ich will ein paar Knie setzen. Ja, Grappling macht eigentlich Spaß. Paar schöne Punches setzen im Adrenalinrausch. Ja, ist toll. Geil! Ach, ich war in der Submission drin. Ach. Schade. Vor null Fans. Wir haben halt nichts eingenommen. Es war einfach. Ja, ich frage mich jetzt wirklich, warum waren keine Fans dabei? Es war. Ja, kam mir jetzt vor, vielleicht haben wir uns einfach das privat vereinbart. Nee, eigentlich war das ein großer Kampf, eigentlich, wie ich es mir so vorstelle. Ne? Aber warum waren keine Zuschauer dabei? Ich weiß es nicht. Jetzt Martial Arts hat einen neuen Lightweight-Champion, Mike Chess, Scharschut, oder wie der heißt, ja. Natasha Kunz. Hat er einen Vertrag verlängert? Sam Anderson fühlt sich super du. Super gut. Und weil er sich super gut fühlt, verliert er an Beliebtheit. Theo Kordex verlängert bei Fighters Rap. Wes Barrett hat eine Fehde mit Bobby Q. Panzer Roberts, den kennen wir doch noch. Hat ein Gewicht verloren. Wird er vielleicht die Gewichtsklasse wechseln? Jeremy Rogue. Ja, hat eine Verletzung. Oder, nee, kommt von einer Verletzung zurück. Gut, good friends, better enemies, gute Freunde, bessere Feinde. Ja, Julian Dam ist jetzt nicht mehr befreundet mit Paul Street. Moving on, also weiter geht's. Errol Hathaway hat nämlich, ja, weiter geht's. Also seine Karriere, er verlässt Wrestling Revolution, geht dafür zu Fighters Club. Ja, Tony Land, das ist sicher auch ein Kämpfer, oder? Muss ein Kämpfer sein. Nee. Ah. Ah, nee, er hat gehört, dass ich in meinem letzten Kampf Chief Truro besiegt habe. Vielleicht ist es ein Manager von Chief Truro.
Oder der Dude von Metz Martial Arts. Ah, das bedeutet. Ah, das betrifft uns als Metz Martial Arts auch. Deshalb geben wir dir einen Vertrag. Warum steht der Dude jetzt eigentlich hier damit? Wahrscheinlich, ja, repräsentiert dieser Dude. Das ist ja eigentlich immer der Sprecher, der immer diese Pressekonferenzen macht. Der repräsentiert mich wahrscheinlich einfach. Joa, nice. Metz Martial Arts hat gemerkt, dass ich krass bin. Ich möchte jetzt hier nicht verzocken. 18%. Gut. Gut, wenn wir weiter so kämpfen, dann werden wir bei unserem nächsten Deal sicher. Obwohl ich hätte vielleicht weniger Wochen machen sollen. Weil ich muss jetzt ja nicht wie früher die Angst haben, dass wenn der Vertrag ist, dass ich dann, also dass ich mir einen langen Vertrag machen will, habe ich ja früher, damit ich ja lang möglich da bleibe. Die wollen einen neuen Song verpassen. Klingt gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob das zu meinem Gimmick passt. Aber ja, mach ich mal. Vor allem, weil wir haben ja an unserem alten Theme-Song eigentlich die Rechte verkauft. Das kann ich mich noch dran erinnern, für 2000 oder 3000 Dollar. Geil. Wir fangen nicht von 0 an. Wir sind direkt auf der 2. Doof halt ist, der hat uns jetzt zu sich geholt, ja, weil er gemerkt hat, wir haben seinen Champion besiegt, also müssen wir ja krass sein. Das Blöde ist halt jetzt vielleicht, ja, für die Zuschauer, ich weiß es nicht, dass sie den Kampf jetzt bald noch sehen werden. Obwohl, wenn es wirklich sowas war, null Zuschauer, kann es ja bedeuten, dass die Öffentlichkeit diesen Kampf gar nicht wahrgenommen hat. Weil in diesem Game bin ich irgendwie der Dude, der sich nicht irgendwie, der sich von der Außenwelt abschottelt, der nicht auf Social Media ist. Das haben die ja 10.000 Mal gesagt, dass ich das machen soll. Ich habe dann ja auch einen Werbepartner eigentlich bekommen, glaube ich irgendwie so. Obwohl, ich glaube, das war das halt, dass die das verkauft haben, mein Theme-Song. Aber irgendwie wahrscheinlich nicht genug. Oh, ich habe jetzt meine 76% Beliebtheit. Krass. Frag mich, ob die mich jetzt zurück wollen. Na gut. Ja, ich glaube, ich werde jetzt mal vielleicht nach einem Jubel suchen, den werde ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen verändern, der vielleicht zu diesem Theme-Song passt. Das mache ich jetzt aber nicht, während ich aufnehme. Oder ich sage mal, ich mache es in der nächsten Folge. Suche ich nach einem neuen. Nach einer neuen Veränderung, weil der Theme-Song wurde verändert. Jetzt verändere ich auch meine Gesten, die ich mache. Werde ich schon in der nächsten Folge machen. Vor euch dann also am Freitag. Gut, dann hoffe ich, ich habe euch nicht zu sehr zugelabert. Falls ihr irgendwas nicht verstanden habt und diesen Drang habt, also was ich hier erzählt habe, falls ihr den Drang habt, aber dass ihr es verstehen wollt, dann könnt ihr mir das natürlich in die Kommentare schreiben. Zum Beispiel, wie ich das mit der Erklärung gemeint habe, in diesem Superfight, warum ich mich aufgeregt habe, dass es nach meinem Vertrag gegangen ist. Weil, wie gesagt, das war ja eigentlich ein unabhängiger Kampf von Fighters Rap, dieser Kampf, weil der war zwischen zwei verschiedenen Organisationen. Und ich dachte eigentlich, dieser Vertrag, den ich habe, der gilt ja nur für Fighters Rap. Den habe ich bei Fighters Rap unterschrieben, deshalb bin ich bei Fighters Rap. Aber naja, wahrscheinlich hat es einfach so gegolten, dass es halt ein Event war, wo ich Fighters Rap repräsentiere und ja. Ja, gut, aber ich habe das mehr als so einen einzigen Kampf gesehen. Also zwischen mir und ihm und sonst an diesem Tag halt nichts. Also, dass wir nicht irgendwie ein Hauptkampf waren also ein Kampf von vielen, der da stattgefunden hat. Ich dachte, ich war das Einzige sozusagen, der einzige Kampf an diesem Abend. So habe ich das zumindest aus der Sicht gesehen, weil da stand nicht Interpromotion-Kampf, sondern Pay-Per-View. Also Interpromotion heißt zwischen zwei verschiedenen Organisationen, das sind dann meistens mehrere Kämpfe. Kann man sich vorstellen wie bei WWE, SmackDown vs. Raw. Ja, beim letzten Mal, also ist egal, auf jeden Fall dieses Event, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Event, das meistens im November, wo dann die Roster aus SmackDown gegen Raw antreten. So ist es ungefähr immer, wie wir es hier gemacht haben. Aber ich dachte halt, das wäre halt wirklich nur der einzige Kampf zwischen mir, ja, gegen ihn. Und ich hätte nicht gedacht, dass da irgendwie noch ein paar andere mit dabei sind, die da kämpfen. Nämlich, wenn das so gewesen wäre, dann hätte ich es verstanden. Ja, gut, dann war es das jetzt von mir. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr zugelabert. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas nochmal wissen wollt, was ich gelabert habe, was ihr nicht ganz verstanden habt, was ihr unbedingt nochmal verstehen wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Dann erläutere ich euch das nochmal, dass ihr es
hoffentlich versteht. Und sonst alles, was ihr loswerden wollt, könnt ihr mir alles in die Kommentare schreiben. Ich lese die fleißig. Müsst euch keine Sorgen machen, dass ich eure Kommentare übersehe. Ich bekomme ja nicht so viele Kommentare. Und ja, dann hoffe ich, ja, dass das Video euch gefallen hat. Würde mich über positive Bewertung freuen, natürlich auch über Kritik, so dass ich dann verstehen kann, was ich besser machen soll. Tipps und Tricks für Weekend Warriors und jetzt natürlich auch noch für Wrestling Revolution, das neue Game, was ich jetzt spiele. Und natürlich auch gerne Spielvorschläge für Games, die ihr gerne auf dem Kanal sehen wollt. Und ja, dann hoffe ich, dass ich euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen darf. Bis dahin, euer Mr. Mangobaum wünscht euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao.